Ja, hier ist er wieder, euer Burgelkat. Ich bin hier auf der Karte Siegfriedslinie unterwegs. Ich fahre die IS-7, das ist ein Tier 10er Heavy Tank, sprich schwerer Kampfpanzer der Russen. Ich habe das Verteidigerteam gewonnen, Gott sei Dank, und muss nicht angreifen. Ich brauche nur verteidigen, 10 Minuten, und habe dann gewonnen, wenn der Gegner entweder uns alle nicht vernichtet hat oder den Capkreis nicht erobert hat. Das ist doch wesentlich einfacher zu spielen als anzugreifen. Upsa. Zwei Mann, ein Gedanke. Zwei Mann haben versucht dagegen zu lenken und es hat noch nicht mal richtig gescheppert. Na, das ist doch auch nicht schlimm, schlecht. Ja, das muss wehtun. Toll. Ich wollte doch richtig Damage machen statt Ketten ziehen. Na, noch ein Blindschuss hinterher. Ja, erste Reihe kann man mit der IS-7 natürlich mal spielen. Vielleicht nicht stundenlang, weil irgendwann ist der Feinddruck zu groß. Und dann muss man sich auch ein bisschen zurückziehen. So, der Zeitpunkt ist gewonnen. Nicht gewonnen, der Zeitpunkt ist gekommen, wo ich mich mal zurückziehe. Und ihr seht, einiges kann dieses Fahrzeug einstecken, da prallt bauartbedingt schon was ab. Dann gucken wir mal, ob wir dem Gegner in die Flanke fallen können und unserem bedrängten E-75 hier helfen. Na, wo wollt ihr denn hin? Der Aufklärungspanther, das wird nichts. Unsere untere Wanne wollen wir ihm nicht zeigen. Also fahren wir die ganze Sache neu an. Noch schlägt hier keine Arti ein, also scheinbar eine gute Ecke. Ich zeige dem Gegner bis jetzt hauptsächlich meinen harten Turm. Die Wanne versuche ich zu verstecken. Blindschuss, da war ja irgendwie ein 57 Heavy. Werden wir bei der Auswertung nachher sie noch beim Aufklärungspanther das geholfen hat. Beim 57 Heavy scheinbar nicht. Ah, der ist da nicht mehr erreichbar. Nicht schlimm. Wir müssen ja nur verteidigen. Ja, geschichtlich zur IS-7. Vor lauter Gefecht bin ich noch nicht zugekommen. Werde ich jetzt hier gleich machen. Und zwar 1945 wurde die Forschung begonnen. 1946 bis 1947 wurde dann dieses Fahrzeug erprobt, erfolgreich erprobt. Aber es wurde dann nie in die Serienfertigung gegeben, sprich, sie ist nie in die Truppe gekommen. Schade. Aber was soll's? In diesem Spiel ist es ein guter Panzer. Er macht Spaß und er ist schon lange im Spiel, hat eine 130 mm Kanone. Ab und zu fehlt es der Kanone ein klein wenig an Durchschlag, aber es läuft doch.
Es funktioniert mit der Kiste. Wenn man auf den Gegner zufährt, ein klein wenig hin und her mit der Wanne, damit er nicht an die Schwachpunkte so richtig rankommt. Immer in Bewegung bleiben. Dann läuft das auch mit der feindlichen Artlavi relativ gut. Und er feuert mir immer nur auf meine Kanone, der IS-3. So, 103er. Da kommen wir doch. Huhu. Erwischt. Und weiter geht's. Bis jetzt habe ich Glück, dass die feindliche Arti keinen ordentlichen Richtschütten scheinbar hat und immer vorbeihämmert. So, wenn das kein Treffer wäre, gut, das ist einer geworden, wollte ich gerade sagen, dann hätte ich eine HE-Granate als nächstes geladen, um ihm mit der HE-Granate eine zu verpletten. Also, allmählich nervt doch diese Arti. Und ich habe einen Verdacht, wo sie steht. Und jetzt geht's Richtung Arti. Oh, sie ist schon weg. Gott sei Dank. Ja, was soll's. 5 Kills soll doch uns reichen. Ein 6. Ein Krieger wäre schöner gewesen. Aber es ist ja kein Wunschkonzert hier immer. Ja, Überlegenheitsabzeichen 1. Klasse wäre es wert gewesen. Dann haben hier 16 Schüsse abgegeben, 15 direkte Treffer, 13 Wirkungstreffer, Schaden 4568, auf über 300 Meter waren das 544. Ich habe 12 Treffer erhalten, das waren 5 Wirkungstreffer, 7 hat nicht durchschlagen, Treffer durch Flächenschaden 5, Schaden abgewehrt durch Panzerung 1590. Ein Gegner entdeckt, 6 Gegner beschädigt, 5 Gegner zerstört, Schaden durch Spielerunterstützung 328. Ja, ich habe einen Premium-Account und so kommt hier ein Reingewinn von 40.132 Creditpunkte zustande. Ohne einen Premium-Account wären das auch noch ein Reingewinn von 16.655 Creditpunkte gewesen. Das war ein Doppelungsgefecht und so komme ich auf 3.368 Erfahrungspunkte. Gut, als einfaches Gefecht wären das auch noch ansehnliche 1.684 gewesen. Und jetzt kommt die interessante Frage, auf die ich fast schon die ganze Zeit gewartet habe. Diese 544 Damage auf über 300 Meter. War das jetzt der Aufklärungspanther? Ja, ich habe ihm zweimal eine gegeben. Das heißt eigentlich, ein Blindshot müsste dabei gewesen sein, der gepasst hatte. Na gut. Blindshots können sich lohnen. Nicht immer, aber wie es aussieht, war einer davon mal ein Treffer. Und damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss, euer Borgelcut.